Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge War Thunder. Ja. Okay, wir haben das schnellste Flugzeug, was mit Golben angetrieben wird, beziehungsweise einen Propeller besitzt. 789. Das ist ein bisschen, ja, ein bisschen sehr schnell. Ich bin schneller als eine MiG. Nee, Quatsch. Wie eine Jak 15. Und das ist schon ein Düsenjäger. Also, ja. Wir haben hier ein Flugzeug, was durch eine ungewöhnliche Bauweise definitiv überragende Leistung erbracht hat. Kam auch in die Serienproduktion. Und ja, es wurden 40 Stück davon gebaut. So viel kann ich schon mal sagen. Dieser Propeller. Also ich muss ehrlich sagen, dieses Flugzeug ist halt wirklich so ungewöhnlich. Im Spiel finde ich, ja, wie soll ich es beschreiben? Also das Flugzeug ist wendig für die Größe. Und es ist ja ein Bomber gleichzeitig, Jagdbomber, Zerstörerjäger und Luftüberlegenheitsjäger. Ja, die Sachen, die eingebaut sind, sind richtig gut. 20 mm Gurte bei Luftzielmunition habe ich das in dem Fall. Und ja, so standardmäßig gegen Flugzeuge halt. Und jetzt die 30 mm. Panzer ausschalten ist damit kein Problem. Ja, 95 mm Durchschlag bei 10 Meter. Ja gut, beim Flugzeug ist das ein bisschen nah. Also da würde ich definitiv in den Boden fliegen. Rechnen wir zwischen 500 und 100 Metern, sind wir ja bei circa 90 mm, wenn man so dazwischen nimmt. Definitiv, ja, eine sehr gute Sache. Und ja, Bomben lasten ebenfalls ganz gut. 250 Kilogramm, davon zwei Stück und eine 500er. Ja, finde ich auch relativ in Ordnung. Allerdings beeinträchtigt das schon, wie man sieht, die Geschwindigkeit ein bisschen. Ist aber immer noch, selbst mit der Beeinträchtigung, das schnellste Flugzeug, das mit Kolben getrieben wird. Das muss ich sagen, ist sehr gut. Also in Panzerschlachten ein Muss, würde ich sagen. Das sollte man immer dabei haben. Kann eigentlich immer hilfreich sein. Ist ein gutes Mehrzweckflugzeug, definitiv. So, ich habe in dem Fall jetzt die Variante genommen mit den zwei Maschinenkanonen extra noch an den Seiten eingebaut. Und ja, werden wir mal eine Schlacht damit machen, ne? So. Ja, Mission empfangen. Und ich habe die Bomben jetzt nicht drunter weggenommen. Ich lasse die mal drunter. Schauen wir mal, wie es klappt. Ja. 40 Stück wurden gebaut, wie ich ja gesagt hatte, 1943. Und zwar im Oktober, der 26. Oktober. Ist das Ding in den Erstflug gegangen und 1944 in Dienst gestellt. Bis 1945 natürlich gebaut, mit einigen Fehlern natürlich, was ja klar war, denn zu dieser Zeit war der Mangel an Materialien schon sehr groß und ja, kann man halt nicht mehr viel machen. Optisch muss man sich dieses Flugzeug gerade von der Seite vorstellen wie ein Pfeil. Denn so war der Spitzname dieses Flugzeugs. Do, also für Dornier, 335. Und die Piloten dieses Flugzeugs hatten das Ding Pfeil genannt. Zumindest den Einsitzer, den wir hier haben. Es gab auch eine Zweisitzer-Variante. Die wurde allerdings. Ich habe den Namen vergessen. Irgendwas mit A war der Name für den Zweisitzer. Ameisenbär. Genau. Die hatten das Ding Ameisenbär genannt. Warum auch immer. Aber ja.
Müssen Sie ja wissen, was Sie davon haben, ne? Ameisenbär hört sich aber nicht verkehrt an direkt. Und ja. Wir haben auch im Flugzeug eine Liste von Flugzeugen, die man abschießen kann. So als Zielhilfe und so. Ich weiß gar nicht genau, was das 10,0 und so heißt. Ob die damit die Entfernung meinen oder sowas. Aber kann ja auch nicht sein. Na, ich bin mir gerade nicht sicher, was dieses Spitfire 11,2, Mustang 11,3, russische Jäger, ne? Und sowas. Mosquito, Hurricane. Und. So, ich bin mir noch nicht sicher, auf was ich gehen soll. Ich will ehrlich gesagt noch nicht so wirklich an Höhe verlieren. Schauen wir mal, ob wir da gleich. Na, da ist ein Bomber. Soll ich da hin? Da sollte ich hin, würde ich mal sagen. Ja, der vordere Propeller, wie man ja weiß, ist halt ganz normal so geplant, wie es sollte. Der hintere Propeller ist halt zum Extraschub gedacht. Ja, das Flugzeug frisst dadurch, dass die Propeller so angelegt sind, weniger Benzin und ja, hat weniger Luftwiderstand. Falls ein Propeller ausfallen sollte, ist ehrlich gesagt nicht schlimm. Das Flugzeug gerät nicht in die Asymmetrie dann. So wie bei Links-Rechts-Propellern. Ne, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal da die ME 410. Und ja, da hätten wir halt das Problem, wenn links einer ausfällt, ist der rechte halt stärker in dem Fall. Ist ja klar, da ist ja sonst nichts. Na, da ist ein Flugzeug. Okay, eine Weibern. Oh, das ist eine B6, das ist gefährlich. Aber egal, ich mach's. Ich gehe da drauf. Falls das Flugzeug nicht mehr flugfähig ist, der Pilot kann in dem Fall dann abspringen. Da denkt man sich, hinten ist doch ein Propeller, der wird den doch easy aufschlitzen. Nicht nur das, da sind ja auch noch die Fluggeräte, hier die Ruder. Jawohl, Flieger, Flügel abgebrochen. Kein Problem, hat mich nicht getroffen. Und ja, sehr schön. Einen Kill hatten wir damit. So, ja, da hätten wir die nächste Sache. Das Flugzeug war mit einem Extra-Mechanismus ausgestattet, was im Zweiten Weltkrieg nicht eingesetzt wurde normalerweise. Das Ding hatte eine, ja, hier, Abschuss. Rampe, also was heißt Abschussrampe? Hier ein Schleudersitz. Der Pilot ist einfach mit dem Schleudersitz halt in die Luft geflogen und ja, war dann natürlich in dem Fall sicher, weil wenn er einfach nur abspringen würde, würde er definitiv hinten an die Heckflügel oder an den Rotor kommen. Propeller, nicht Rotor. Und man war sich aber nicht sicher, ob das wirklich so klappt, wie man das geplant hatte mit dem Hecksitz. Deswegen hat man zur Sicherheit auch das Heck mit abgesprengt. Also es gab extra eine Taste im Flugzeug, also im Cockpit, dass der Pilot halt rausgeschleudert wurde und gleichzeitig wurde das Heck abgesprengt. Nur aus Sicherheitsgründen, weil das Flugzeug wäre sowieso nutzlos dann gewesen. Wenn kein Pilot drin sitzt, kann ja auch eigentlich nichts mehr passieren, ne? Leider in War Thunder haben sie dieses Prinzip nicht umgesetzt. Der Pilot fliegt nicht so raus, wie ein Schleudersitz funktionieren sollte, sondern er wird einfach rausspringen. Ja. So, zweite Sache. Das passiert in War Thunder genug Piloten beim Landen und Starten in Arcade-Schlachten. Dieses Flugzeug wurde von normalen Piloten ebenfalls immer in den Boden gesetzt, nämlich man fliegt, landet und drückt sich das Heck zu sehr auf den Boden, weshalb es dann abbricht und der Propeller meistens dann krumm und schief wird dadurch. Das ist, ja, das kennen wir ja in War Thunder genug.
In Luftschlachten, Arcade-Schlachten, wenn man landen möchte, setzt man zu stark auf den Boden auf und die Nase geht kaputt. Ja. Nur halt hinten in dem Fall. So, die Variante sollte übrigens noch weiter gebaut werden, nämlich es sollte noch eine Do, also Dornier Do 635 gebaut werden. Dies hier ist die 335. Die 635 ist mit einem, ja, Zwillingssystem ausgestattet. Ebenfalls zwei Rümpfe oder Rümpfe, nee, bin ich jetzt blöd? Rumpfsystemen, sage ich jetzt einfach. Das hört sich dann definitiv besser an. Und ja. Gucken wir mal, ob wir was treffen. Na, fast Mist. So, ich habe noch eine Bombe. Ich probiere es nochmal. Oh, Überlastung. Ja, ein bisschen früher, schade. Ey, lol. Die Flak hat mich gerade so krass beschossen. Oh. Ihre linke Tragfläche. Jetzt bricht alles ab. Propeller ist aus, komm, das muss doch reichen. Ja, der Brand ist aus. Ja, Problem ist, ich habe keinen Sprit mehr. GG. Ist doch jetzt, ja. Selbstabdichtung der Tanksysteme hat leider nicht funktioniert. Ja. Damit ist der Sprit leer. Geil. Kann ich nur noch notlanden. Aber wie es aussieht, ja, wird knapp. Ob wir das noch gewinnen, weiß ich. Doch, das müssten wir gewinnen. Wir haben hier einige, die noch raus sind. Es lebt nur noch einer. Das wird keine gute Landung, glaube ich. Unser Fahrwerk ist gar nicht mehr am Stissel. Egal, ich habe eine saubere Landung, Bruchlandung, also Notlandung hingelegt, finde ich. Also komm, jetzt müsst ihr mir mal gratulieren. Das war doch eine 1A-Landung. Flügel ist noch nicht mal abgebrochen. Sauber aufgesetzt. Finde ich, ja. Na gut. Kostenlose Reparaturen hätte ich zwar noch ein paar, aber das wird halt nicht in die Kosten so stark fallen. Sowieso nicht. Das Flugzeug ist relativ billig mit 4000 Silver Lines. Also knapp 4000. Das ist in Ordnung. Ja. Ich werde auf jeden Fall noch eine Runde machen. Dann bis gleich. So. Zweite Runde. Ich habe die Bomben jetzt mal weggelassen. Mal gucken, ob wir. Also wie schnell wir dadurch jetzt werden. Und ja. Was haben wir hier denn noch so? Kennlicht. Selbstfernkomponenten. Aha. Oh, einer im Gegnerteam ist gerade abgestürzt. Wahrscheinlich nicht den Start geschafft. Ah, wir haben typische Konstellation. Wir haben Amis, Briten und Franzen. Und wir sind, ja, Sauerkraut und nee, Quatsch, Sauerkraut und Spaghetti. Menschen. Nein. Das wirkt so abwertend. Das lassen wir mal. So, wir haben da hinten zwei Bomber, so wie ich das sehe. Hat, glaube ich, auch einer im Chat geschrieben, oder? I can get two bases. Ach so, nee. Nee, das meint er. Ja, der kann zwei Basen zerstören, okay. Die besprechen gerade, wie sie das machen. Ich werde mich dann mal. Ja, ich werde mal versuchen, die Bomber da hinten zu holen. Mir ist noch nicht wirklich aufgefallen. Also, ich habe schon ein paar Runden gemacht, so ist nicht. Allerdings eher in Panzerschlachten.
Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so wirklich, ob der Motor sehr stark überhitzt oder nicht. Optisch, also eben ist mir noch nichts persönlich aufgefallen. Allerdings, wir waren auch in einer Schneemap unterwegs in Russland. Ich würde jetzt einfach mal schätzen, der ist aber gekühlt, weil er hat ja eben so gut standgehalten. Warum sollte er das jetzt nicht, ne? Zumindest dauert es sehr viel länger als beim Daimler-Benz-Motor. Ich finde das Cockpit schon irgendwie nice, muss ich sagen. Also das Cockpit sieht schön aus von dem Flieger. Notabwurf Führerdach. Ach so. Eine Sterling geht aber in Sturzflug. Okay, den hole ich mir. Jawohl. Das war ein sehr schöner Flug. Aber B17 ist da oben auch. Ne, Hornet. Wo ist denn die B17? Der hat doch gerade B17 auch durchgegeben. Die muss. Hä? Hornet? Ich weiß es nicht, wo die B. Oh, shit. Ah, der hat viel Bewaffnung. Aber kein Problem. Ja, der hat mich kampfunfähig geschossen, glaube ich. Ich kann nicht mehr hochziehen. Ja, doch, mit Landeklappen so gerade eben. Aber das ist nicht sicher. Die können jederzeit abbrechen. Das ist doch. Ich bin flugunfähig. Was ist mit den Seitenrudern? Kann ich damit. Nee, ich krieg nicht genug Auftrieb mit den Seitenrudern. Das war's, ja. Das ist ein großes Problem. Ich kann versuchen zu landen. Ich werde einfach mal cutten an der Stelle und gucken, ob ich es schaffe. So, an der Stelle muss ich nochmal eben sagen, also ich habe jetzt ein bisschen gecuttet. Die Landebahn ist sehr groß. Das ist ein Vorteil für mich natürlich. Allerdings. Anderes Problem. Hä? Ist das überhaupt die richtige? Ne, ja doch, das ist die richtige. Hier ist noch eine Zweitbahn. Das wird halt jetzt problematisch, weil das Landen ist doch, wird wohl doch ein bisschen schwieriger. Ich muss einfach auf mein Glück hoffen, dass jetzt alles gut hier abläuft. Der hat aber auch genau mein Höhenrudersystem hier lahmgelegt. Durch einen Treffer. Ja, jetzt ein bisschen mehr Tempo wieder. Damit das Flugzeug auch hochzieht. Oh, das wird aber böse. Ich muss gerade ein bisschen darauf hoffen, dass die Klappen mitmachen. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Nein. Oh. Oh. Bin ich nah genug? Ich bin nah genug. Ich repariere. Beste Landung ever. Jetzt könnt ihr noch mal bitte ein Like da lassen. Also das ist doch jetzt. Ja. Sehr schön. Das war doch. Ja. Kriegen wir uns mal alle wieder ein hier. Ich habe die Landung hinbekommen. Junge. Ja, die war auch ein bisschen sausen hier. Das war. Gut. Starten wir. Starten wir durch. Ich zieh durch. So, was haben wir denn noch? Wir haben also die F-82 ist weg. Oh, die Wavern ist jetzt auch weg. P-47 ist noch da oben. Zwei Stück sogar haben wir noch. Das dürfte eigentlich kein Problem sein bei dem, was wir noch haben. Zwei K-4er und. Das muss ich an der Stelle auch noch sagen. Das Ding hat ein verdammt dickes Fahrwerk. Diese Räder, die sind so dick, Alter.
Naja. So, ja, also die zwei, ja. Mal gucken, wie sie es machen. Ansonsten, ja, ich und er hier, die B2er Dorniers. Ich meine, gut, wir haben halt Bewaffnung. Wir könnten auch im Prinzip auf die gehen. Und dann werden wir zeitlich gesehen auf jeden Fall gewinnen. Ein Bomber haben. Ne, haben sie auch nicht mehr. Die haben. Ja, die haben nur noch diese drei. Und davon ist einer mit zwei Kills ganz gut dabei. Noch nicht schlecht. Einer ist definitiv noch ganz weit über uns. So, wie sieht's denn aus? Ich glaube, ich gehe mal hier auf die, die nach Bochum wollen. Mal schauen, ob ich da ein paar Kills hinkrieg. Müsste doch klappen. Ich bleibe jetzt auch extra mal ein bisschen tiefer. Allerdings hätte ich keine Deckung vor Angreifern. Wenn die von oben jetzt aus den Wolken kommen, dann habe ich ein Problem. Ja, da kommt einer. Der kommt auch hier hin. Verdammt. Ich schaue mal. Kommt der hier hin? Es sind sogar zwei. Ich drehe lieber mal ab. Ich meine, ich bin ja sowieso schneller. Ist mir doch gerade ein bisschen zu gefährlich. Nochmal so eine riskante Aktion wie mit der F-82 da. Möchte ich mir eigentlich gerade nicht leisten. P47, okay, die will aber zur Base. Da muss ich mir gerade keine Sorgen so wirklich machen. Ich riskiere es. Ich meine, ne, was bleibt mir anderes über? Ich probiere es einfach mal. Wo hat er markiert? Er hat hier. Ja, das ist der Typ hier. Nur wo ist der jetzt, der über den Wolken war? Da, wo die Freiheit wohl grenzenlos ist. Ach, da ist er. Okay. Der fliegt aber auch, glaube ich, nicht in meine Richtung. Der eine könnte wohl möglich an der Base gammeln. So, 3x30 Millimeter Kanonen. Und zumal ich ja noch eine 90 mm Durchschlagskraft habe, wenn ich auf 500 bis, ja, so, ich probiere mal 500 Meter. Ja, das ist blöd, die fahren jetzt zwischen den Bäumen lang. Ist gefährlich für mich. Ich probiere es einfach mal. Ich habe ein paar Treffer hinterlassen, so ist nicht. Und da sind schon wieder die ganzen Bodenpisser. Das sind aber einige. Ich gucke mal, dass ich in der Reihe die wegschießen kann. Weil die Flaks, könnten mir doch gefährlich werden. Nicht, dass sie mich wieder so in Brand stecken, so wie in der ersten Runde. Die russischen Fahrzeuge oder was das da war. Ja, das waren, glaube ich, russische Fahrzeuge. Jetzt machen die Bogen, jetzt kann ich die gar nicht mehr in der Reihe wirklich treffen. Ja, ich probiere es einfach mal. Ja, das ist zu gefährlich, ich ziehe hoch. Ich probiere aber noch den Panzer mitzunehmen. Nee, das war ja nichts. Oh Gott. Sehr schade. Nichts mehr wirklich getroffen. Oh, leichter Panzer. Die Flaks muss ich erst alle aus. Nein! Na, ich wusste es. Jetzt kommt er doch. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Na, Manometer. Kacke. Das war's. Ja, muss ich aussteigen. Ah, dass ich den nicht.
früher gesehen habe. Ich hätte, ja. Ich hätte, ich hätte, ich hätte. Leider bringt es das nicht. Drei, ja. Ja, das wird knapp. Die K4er müssen das hinkriegen und die Bomber, ja, die sind sowieso. Na gut, die sprengen die Basis. Das ist ein Vorteil, ne? Schauen wir uns das einmal an. Wo ist denn die Basis? Der ist schon wieder auf dem Rückflug. Das müssten die doch hinkriegen. Wenn der seine Bomben. Wenn die seine. Wenn die ihre Bomben alle werfen, dann müssten die das doch packen. Also, ich sag mal so: Das werden wir definitiv gewinnen. Die andere Runde, die wurde auch noch nicht entschieden, die ich eben verlassen habe im Korsun. Habe ich aber auch schon gut Knete gemacht. Na gut, ich habe auch einen Booster drin gehabt. In beiden Kategorien. Schauen wir mal, was das noch gibt, ne? Ne, der fliegt auch zurück, genau. Und er? Naja, bei dem ist das Problem, der ist zu tief. Der ist zu tief. Da sind zwei P-47er, die halt... Ja, die können den easy machen. Naja, egal. Ich werde aus der Schlacht jetzt rausgehen. Müssten wir hoffentlich gewinnen. Was heißt hoffentlich? Ich glaube schon, dass wir das gewinnen. Wenn die sich... Ah, guck! Wir haben gewonnen in der Runde. Das ist sehr schön. Erstschlag sogar gemacht eben. Das freut mich doch. Und 10.000? Nein, doch 10.000. Ja, sehr schön. Adlerauge auch erledigt. Direkt mitnehmen. Ja, ansonsten 23.000 ist schon gut. Schauen wir uns an, wie viel ich in der einen Runde gemacht habe durch den Booster. Korsun hier. 40.000 und 19.000 ist, ja, das ist gut. Das ist definitiv sehr gut. Wie sieht es jetzt überhaupt aus? Ja, 40.000 von 120.000. Ja, Bomben muss man überlegen, wenn man es kann. Aber ich würde sagen, man kann das Ding auch ohne Bomben gut benutzen, da man halt mittelschwere Panzer und schwere Panzer mit den Maschinenkanonen ganz einfach ausschalten kann. So. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ja, dann würde ich sagen, lasst doch einen Daumen nach oben da, wenn ihr das nicht schon gemacht habt, weil ich hatte ja eben gesagt, dafür könnt ihr ein Like da lassen und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von War Thunder wieder. Ciao!